Leute, Damon Gant hat es uns wirklich nochmal richtig gezeigt. Also, wenn wir es ihm zeigen würden, kein, also jeder Beweis, wäre falsch. Wir haben echt keinen Beweis. Und wir würden ein Leben verlieren. Ich dachte, dass man sofort jedes Leben verliert, weil... Ja, nee, also wenn man einen Beweis vorzeigt, dann nimmt man wieder hier in dem Raum. Und ja, dadurch kann man noch diesen, dass man noch keinen Beweis hat. Die Musik macht mich irgendwie traurig dazu. Es bringt nichts, Beweise vorzulegen, von denen man nicht selbst überzeugt ist. Nein, euer Ehren, im Augenblick habe ich keine handfesten Beweise. Hm, sehen Sie, Otki. In diesem Fall? Das Gericht muss sich für ihre Anschuldigung gegen den Polizeichef bestrafen. Was? Ich pokere nur, wenn viel auf dem Spiel steht. Offensichtlich war Fortuna heute mal wieder auf meiner Seite. Okay, Otki, ich überlasse den Rest Ihnen. Oder habe ich doch was falsch gemacht? Ich habe Sie vorher schon gewarnt, Herr Wright. Das ist die Beleidigung. Was? Das ist die Beleidigung eines ranghohen Beamten unserer nationalen Polizeibehörde. Was? Einspruch, was auch Kacke. Fortuna, vielleicht sollten wir ein Wörtchen mit Ihnen, mit ihr reden. Herr Edgeworth, was meinen Sie? Es gibt eine Dame, die die ganze Wahrheit hinter diesem Prozess kennt. Wir hatten noch nicht die Ehre, Ihre Aussage zu hören. Eine Dame, die die Wahrheit kennt. Ein weiterer Zeuge. Bei Mangel an konkreten Beweisen bleibt nur noch die Zeugenaussage. Aber Polizeichef Kent hat sich auf sein Recht berufen, die Aussage zu verweigern. Es gibt noch jemanden anderen, einen weiteren Zeugen, der alle Fragen beantworten kann, die sich im Prozess ergeben haben. Jemand, der sich in diesem Raum befindet. Herr Edgeworth, wer ist diese Person? Warum fragen Sie mich, euer Ehren? Haben Sie es vergessen? Die Verteidigung allein ruft heute vier Zeugen auf. Herr Wright, gibt es einen solchen Zeugen? Es kann sein, dass sie die Wahrheit nicht sagen will. Aber es gibt jetzt kein Zurück mehr. Ja, euer Ehren. Die Verteidigung ruft. Ruft auf. Lana Sky. Die Angeklagte? Frau Lana Sky? Sie befand sich am 21. Februar um 17.15 Uhr in der Tiefgarage. Ihre Aufgabe, die Leiche des Opfers zu entsorgen. Nach Anweisung einer gewissen Person. Herr Edgeworth? Die Anklage hat keine Einwände, euer Ehren. Nun gut, das Gericht wird für heute eine letzte Pause machen. Wir setzen die Verhandlung in 15 Minuten auf diese Aussage der Angeklagten fort. Das Gericht ist fertig. Wer sagt das jetzt? Ich vermute mal, das ist Lana. Ein Moment. Hä? Oh, ein Moment. Hä? Hä? Polizeichef Kent, ich dachte, Sie wollten essen gehen. Hören Sie gut zu, Lana. Er spricht mit Lana. Das muss ich eigentlich verhindern. Ich muss es ihm wohl nicht sagen, aber wenn Sie Wrights Forderung annehmen, wird das schreckliche Folgen haben. Hä? Ganz genau. Ihre Schwester wird für schuldig befunden werden. Für den Mord an Neil Marsh. Ah, das ist nicht gut. Natürlich werden Sie solche unerhörten Anschuldigungen nicht unterstützen, richtig? Nur etwas, woran Sie denken sollten. Also gut. Ich habe eine Verabredung zum Mittagessen. Alter, so ein Arschloch. Nein, nicht dein Ernst. Oh. Okay, wenn es keine weiteren Einwände gibt, ist das Gericht jetzt vertagt. Scheiße, das gibt's nicht. Ja, er hat's, glaube ich, auch schon begriffen. 25. Februar, 14.04 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Wie sieht's aus? Sind wir noch mit von der Partie? Ja, dank ihrer Hilfe, Herr Schur. Dieser Polizeichef, er ist ein anderes Kaliber, nicht wahr, Jungs? Inspektor Gumshow. Hahaha, ich bin nicht mehr Inspektor. Oh, stimmt, tut mir leid. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Ich weiß schon, wo ich jetzt arbeiten werde. In Ihrem Büro. Was? Mein Büro? Natürlich. Ich übernehme den Part des zugeknöpften Mädchens, das mit ihrem zusammenarbeitete. Meint er etwa... Naja? Ach, wie geil. Dann haben wir Gumshow als Partner. Wie geil. Trotzdem, es sieht so aus, als ob wir Schach machen. Schachmatt wären. Polizeichef Gent hat es wieder mal geschafft. Wie behält er nur immer die Oberhand? Es ist nicht fair, dass er das Recht hat, die Aussage zu verweigern. Beruhigen Sie sich, Wright. Erinnern Sie sich, was der Richter sagte? Aber Polizeichef, das ist kein Recht, auf das man sich beiläufig beruft.
Es müssen einige Risiken bedacht werden. Risiken? Was meint er damit? Ganz einfach. Verweigert der Polizeichef die Aussage, tritt auch das Gegenteil ein. Das bedeutet, er verliert also auch das Recht, etwas zu sagen. Ach, scheiße. Das bedeutet auch, dass er das Recht verliert, etwas zu sagen. Emma, geht's dir gut? Ja, als ich wieder zu mir kam, war ich im Krankenzimmer. Ich habe die Verhandlung von der Empore aus verfolgt. Also hat sie alles mitbekommen. Emma, tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Nein, das macht nichts. Es war die Wahrheit. Es ist komisch, wissen Sie? Ich bin fast ein bisschen erleichtert. Erleichtert? Ja, jetzt weiß ich ja nicht, was wirklich passiert ist. Wenn ich daran denke, dass meine Schwester die ganze Zeit von diesem schrecklichen Mann erpresst wurde. Und sie machte das alles, um mich zu beschützen. Seit ihrer Ernennung zur Generalstaatsanwältin sagten alle, die sie kannten, sie hätte sie verändert. Vielleicht war es so leichter für sie. Was meinen Sie damit? Was glauben Sie wohl? Was glauben Sie wohl? Die Anweisung von Polizeichef Ghetto folgen. Sie muss sich tief in ihr Inneres zurückgezogen haben und hat sich gezwungen, alles zu tun, was der Polizeichef von ihr verlangte. Deshalb ist sie also so kalt geworden. Es war alles mein Fehler. Alles nur, weil ich Herr Marshall tötete. Hey, mach dir mal bloß keine Sorgen, keine Vorwürfe. Wenn jemand etwas vorwerfen möchtest, dann mehr Gesellschaft, Kleine. Polizeichef Gent mag alle mit seiner Fälschung wieder reinlegen. Aber nicht meine Erinnerung. Ich weiß es wieder. Ich stieß Herr Marshall in die Rüstung. Ich verstehe. Nun, wir gehen jetzt lieber wieder rein. Es ist Zeit für den Schlussakt. Emma, warte noch. Nein, ich gehe mit Ihnen. Hä? Ich möchte dabei sein, wenn Lana die Wahrheit erzählt. Gehen wir, Wright. Es ist Zeit, das Ganze zu beenden. Okay, Gent, Fortsetzung folgt. Gent darf jetzt auch nichts mehr aussagen. Das heißt, es... Ja gut, dann ist er damit nicht, ich sag jetzt mal, overpowered, ne? Also, wenn man das jetzt mal als so einen Boss ansehen könnte, ne? Dann wäre er nicht overpowered, also er kann jetzt nichts mehr aussagen. Das ist gut. 25. Februar, 14.21 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 9. Wir machen das Ganze schon 4 Stunden und 20 Minuten. Ach du meine Fresse. Nun denn, die Angeklagte Frau Lana Sky soll in den Zeugenstand treten. Frau Lana Sky, Sie sind die Generalstaatsanwältin. Ich bin mir sicher, dass Ihnen bewusst ist, was von Ihnen erwartet wird. Aber, Herr Edgeworth, Sie wissen doch bereits alles. Sie wissen alles, was ich in den letzten 2 Jahren getan habe. Kurzer Cut. Und schon geht's weiter. Aber zuerst möchte ich mal kurz mich nicht unbedingt entschuldigen. Hab ich genug entschuldigt. Meiner Meinung nach. Und zwar, dass Phoenix Wright jetzt in letzter Zeit viel öfters kam als Pokémon. Und zwar, ich möchte Phoenix Wright Teil 1 endlich mal fertig haben. Ich sag's gleich, wenn dieses Spiel zu Ende ist, wird natürlich Justice for All gleich natürlich folgen. Aber ich möchte erstmal den nächsten Teil weitermachen. Aber wenn ich den Teil hier fertig habe, kommt Pokémon Spark wieder öfters, weil da habe ich das Spiel endlich zu Ende, mein erstes Let's Play, und das sind jetzt schon 71 Parts. Das ist heftig. Hätte nicht gedacht, dass es so lang ist für diesen extra Fall. Aber gut, wir haben genug, ich habe genug geredet. Machen wir weiter. Bitte machen Sie Ihre Aussage, Frau Sky. Und denken Sie daran. Sie sagen unter Eid aus. Wir wollen die Wahrheit hören. Natürlich. Die Wahrheit. Lana, egal was passiert, ich werde immer deine Schwester sein. Nun denn, Ihre Aussage, wenn sie Wahrheit wäre. Erzählen Sie uns zunächst von Ihrem Verhältnis zu Gent. Alles hängt von Ihrer Aussage ab. Sie darf jetzt keinen Fehler machen. Sie sind unsere einzige Chance, Gent zu überführen. Dieser Mann gehört eingesperrt oder getötet. Na egal. Zeugenaussage Gent und die Manipulation. Ich habe jahrelang mit Gent zusammengearbeitet. Diese Erpressungstheorie entbehrt jegliche Grundlage. Ich habe die Weiße vor 2 Jahren ganz allein manipuliert. Alter, das gibt's doch nicht. Als ich Staatsanwalt Marshalls Leiche fand, habe ich den Tatort umarrangiert. Meine einzige Motivation war die Bohr-Verurteilung von Dark. Emma spielt dabei keine Rolle. Wollen Sie wirklich bei dieser Aussage bleiben? Euer Ehren, ich gestehe ein Kapitalverbrechen. Natürlich bin ich mir damit sicher. Aber Lana! Wenn das stimmt, heißt das, dass Polizeichef Gent gar nichts damit zu tun hatte. Das habe ich doch schon von Anfang an gesagt. Bitte, Herr Wright, Sie müssen ihr helfen. Sie opfert sich für mich.
Aber was ist, wenn sie die Wahrheit gesagt hat? Hat sie nicht. Du hast schon wieder meinen Gedanken gelesen, das gibt's doch wohl nicht. Hat sie nicht, ich kenne doch meine Schwester. Immer wenn sie so steif ist beim Sprechen, dann verheimlicht sie etwas. Tief in ihr drin schreit sie vor lauter Schmerz. Ja, das ist jetzt der Zeitpunkt, um meine Meinung in Frage zu stellen. Die Verteidigung darf jetzt mit dem Kreuzverhör beginnen. Okay, wir müssen es jetzt schaffen. Zeugen, Kreuzverhör, Gent und die Manipulation. Eigentlich dürfen wir gar keinen... Doch, wir müssen ja einen Widerspruch darstellen, machen. Ich habe jahrelang mit Gent zusammengearbeitet, ist gar nicht so wichtig. Die Erpressungstheorie entbehrt jegliche Grundlage. Moment mal. Aber überlegen Sie bitte doch mal, Frau Sky. Sie haben Inspektor Goodman nicht ermordet. Das haben Sie mir doch gestern im Gefängnis gesagt. Sie verstehen es immer noch nicht, Herr Wright. Jede Aussage, die Sie nicht vor Gericht bekommen, ist nichts weiter als Gerede. Ich habe Inspektor Goodman ein Messer in den Leib gebrannt. Und... Hey, das hat auch sogar gestimmt. Ich habe die Beweise vor 2 Jahren ganz allein manipuliert. Moment mal. Haben Sie das getan, um Ihrer Schwester zu helfen? Joe Dark war ein Serienmörder. Meine Schwester wäre um ein Haar sein letztes Opfer geworden. Ich wollte nicht, dass dieser Vorfall ihr Leben ruiniert. Aber was sie getan hat, war doch nur berechtigte Selbstverteidigung. Sie wäre doch überhaupt nicht angeklagt worden. Darum geht es nicht. Sie erlitt an diesem Tag ein Trauma und alles nur wegen dieses Mistkerls. Das konnte ich Ihnen nicht verzeihen. Lana! Deswegen haben Sie also die Beweise vor 2 Jahren manipuliert? Als die Staatsanwalt Marshalls Leiche fand, habe ich den Tatort umarrangiert. Moment mal! Sie sagen, Sie hätten das alles ganz alleine durchgezogen? Ja. Würden Sie uns bitte erzählen, was Sie vorfanden, als Sie am Tatort eintrafen? Offenbar war ich die erste Person am Tatort. Das zerbrochene Messer der Staatsanwalt-Trophäe steckte in der Leiche. Was? Aber Staatsanwalt Marshall starb bei einem unglücklichen Unfall. Sie haben nur geträumt, dass es ein mögliches Szenario war. In Wahrheit hat nicht meine Schwester den Staatsanwalt umgebracht. Fantasieren Sie, so viel Sie wollen, Herr Wright, aber ich werde dabei bleiben. Sie meinen, Staatsanwalt Marshall wurde letztendlich doch von Dark getötet? So in der Art. Wenn das der Fall ist, was ist dann aus der anderen Mordwaffe geworden? Dark war mit einem Springmesser bewaffnet. Ach, das lag auf dem Boden, ein kleines Stück entfernt. Es ist ihm wahrscheinlich beim Kampf aus der Hand geschlagen worden. So ist es aber nicht abgelaufen. Sie versucht ihre Lügen mit weiteren Lügen zu vertuschen. Alles nur, um mich zu beschützen. Als Sie also den Tatort so vorfanden, was haben Sie da getan? Schließlich kommt es ja genau darauf an. Ja. Die Messerspitze abbrechen, sie in der Wunde stecken, die Leiche bewegen. Alles ich. Moment mal. Sie haben die Spitze von Darks Messer, was? Und dann? Also hat er da reingepackt. Und dann haben sie da reingesteckt? Aber warum? Warum hätten sie das tun sollen? Das sollten sie doch am besten wissen, Edgeworth. Sie sind doch für ihren schlauen Kopf bekannt. Mein Kopf ist auch nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich dir helfen und fragen. Warum haben sie es hineingesteckt? Also, warum haben sie die Leiche bewegt? Die Leiche bewegt hat sie ja, wenn dann... auf die andere Seite. Warte. Das kann doch... Fahr mal erstmal nach der Leiche. Als sie am Tatort eintrafen, wo genau lag die Leiche des Opfers? Sie lag dort, wo sie es schon vermutet hatten, neben dem Tisch vom Polizeichef Gant. Leiche wurde aber bei ihrem Schreibtisch gefunden. Warum haben sie sie dort hingelegt? Der Grund dafür ist ganz einfach. Nun gut, dann nehmen wir das in die Aussage der Zeugin auf. Der Grund, warum Frau Sky die Leiche bewegt hat. Die Scherben der Vase, die bei den Vorfällen zerbarst, gefährdet in diesem Plan. Moment mal. Was? Stücke der Vase, Sie meinen... Ja, diese elende Vase, wie uns Herr Wright vorhin gezeigt hat. Um zu zeigen, dass Dark das Verbrechen verübt hatte. Hielt ich es für Zweck, den ich ja die Leiche woanders hinzulegen. Also, als sie die Leiche ursprünglich... Oh Gott, komm. So, als sie die Leiche ursprünglich fanden, war die Vase schon... Natürlich, sie war in lauter Scherben zerborsten.
Wenn man sich den Tatort ansah, war sofort klar, was passiert war. Neil Marshall war tot und Dark lag bewusstlos da. Mit anderen Worten, die Vase muss während ihres Kampfes kaputt gegangen sein. Verstehe. Was ist denn, Emma? Anscheinend ist die Vase zu dem Zeitpunkt zerbrochen, als das Verbrechen passierte, aber ich habe so ein Gefühl, dass sich mehr dahinter verbirgt. Da muss doch irgendwo ein Widerspruch sein. Wie auch immer, ich habe diese Manipulation völlig allein begangen. Meine einzige Motivation war die Verurteilung von Dark. Emma spielt dabei keine Rolle. Moment mal! Sie haben also den Tatort umarrangiert. Sind Sie sicher, dass Sie das nicht taten, damit Emma nicht wie die Mörderin aussah? Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen, Herr Wright? Emma war es nicht. Passt da. Sind Sie so verzweifelt, dass die Tatsache zu verbergen? Dass Sie sogar die Todesstrafe in Kauf nehmen? Sie lügt! Sie lügt! Moment. Sie lügt! Sie hat das getan, damit ich nicht dafür zur Verantwortung gezogen würde. Wie auch immer. Als Staatsanwältin war das, was ich getan habe, unverzeihlich. Es gibt nichts, wodurch ich meine Taten wieder gut machen könnte. Herr Wright, meine Schwester lügt! Sieht so aus, als würde sie dich bis zum bitteren Ende beschützen wollen. Sie beharrt darauf, dass sie die Beweise selbst manipuliert hat. Es ist gar nicht möglich, dass sie es alleine getan hat. Ich muss es schaffen, dass Lana noch mehr erzählt. Falls sie lügt, wird sie sich verplappern und in einen Widerspruch verstricken. Ja. So, hier, da hatten wir noch eine andere Sache. Aber da will ich das mal lernen. Sie haben die Spitze von Darks Messer in die Wunde des Opfers gesteckt und dann haben sie die Leiche bewegt. So, jetzt habe ich es vorlesen. Aber warum? Warum hätten sie das tun sollen? Das sollten sie doch am besten wissen, Edgeworth. Sie sind doch für ihren schlauen Kopf bekannt. Mein Kopf ist auch nicht schlecht. Vielleicht sollte ich helfen und fragen. Warum haben sie es hineingesteckt? Aber warum haben sie das getan? Also wirklich, Herr Wright, selbst Sie sollten das rausbekommen können. Die Zeugen sollen ausführlich darauf hingehen. Darauf, warum Frau Sky das Messer manipuliert hat. Ich wusste, dass die Spitze der Waffe in der Leiche uns als Beweis reichen würde. Moment mal. Laut Ihrer Aussage war das zerbrochene Messer von Staatsanwalt Marshall die Mordwaffe, stimmt's? Ja, und ich hatte so, das hatte... und nochmal. Ja, und ich hätte... Und hätte ich das so gelassen, wäre Dark davongekommen. Ich dachte, die effektivste Art und Weise, ihn zu verurteilen zu können, bestünde darin, dass sich seine Messerspitze in der Leiche des Opfers befinde. Also haben sie in der Stichwunde des Opfers gesteckt? Ja, weil ich Dark dafür gehasst habe, was er getan hatte. Meine einzige Motivation war die Verurteilung von Dark. Achso, man kann sich jetzt aussuchen, welchen Mann von den beiden Aussagen hat. Das Beweis reichen würde. Nein, was mache ich denn? Nein, nein! Oh, das war völlig doof. Ich wollte gar nicht die Tasten drücken. Och, scheiße. Oh, was mache ich denn? Das war der falsche Knopf. Was mache ich denn? Nichts vorzeigen, Honk. Einmal hier, jetzt erstmal so. So. Damit sowas nicht normal passiert. So, dann nehme ich nochmal die andere. Ich bin so ein Volltrottel, ne? Warum haben sie gleich bewegt? Die Scherben der Vase, die bei dem Vorfeld zerbarst, gefährdeten diesen Plan. Ich muss mal kurz lesen, was sie dabei sagt. Schön, der Vase, sie meinen. Okay. Ja. Mehr hinterstecken. Das muss.
Oh Gott, jetzt bin ich echt am Verzweifeln. Das sieht nicht gut aus. Was soll ich denn hier machen? Sag mal. Ich hab's, denn sie kann nicht kaputt gewesen sein, sonst hätte man den Namen nicht raufschreiben können. Ha, ich bin viel zu gut für dieses Spiel. Und jetzt reicht's mal. Einspruch. Frau Sky, ich verstehe, wie Sie sich fühlen. Sie haben dieses Verbrechen vor 2 Jahren begangen, um Ihre Schwester zu erschützen. Sie meinen die Manipulation am Tatort, an dem Neil Marshall ermordet wurde? Wenn diese Wahrheit jetzt ans Licht käme, wären die letzten 2 Jahre Ihres Lebens nutzlos gewesen. Auch wenn dies so ist, sehe ich mich gezwungen, alle auf einen Widerspruch in Ihrer Aussage aufmerksam zu machen. Ein Widerspruch in meiner Aussage? Sie haben ausgesagt, ich zitiere, die Scherben der Vase, die bei den Ereignissen zerbarst, gefährdeten diesen Plan. Das ist richtig. Haben Sie ein Problem damit? Es ist ein einfaches Versehen, nichts weiter. Sehen Sie, auf die Vase war etwas mit dem Blut des Opfers geschrieben worden. Ja, der Staatsanwalt musste das in seinen letzten Atemzügen geschrieben haben. Genau. Und da liegt auch der Widerspruch. Hä? Damit das Opfer diese Nachricht auf die Vase hätte schreiben können. Hätte sie vor seinem Tod noch nicht kaputt sein dürfen. Ah! Er hätte Emmas Namen nicht auf eine zerborstende Vase schreiben können. Das schon, aber das mit sehr viel Glück und Geschick. Ruhe, Ruhe! Euer Ehren, es sieht so aus, als würde mehr Informationen zu dieser Vase und dieser blutigen Nachricht benötigt. Und es könnte hier etwas Entscheidendes entgangen sein. Etwas Entscheidendes? Genau, Staatsanwältin. Sie scheinen genauso im Dunkeln zu tappen wie wir. Was die Wahrheit betrifft, die wir hier herausfinden wollen. Was? Sagen Sie uns einfach nur, was Sie gesehen haben. Wir setzen dann die Informationen zusammen, um die Wahrheit herauszubekommen. Nun gut, die Zeuge darf mit ihrer Aussage fortfahren. Zeugenaussage, Vase und Nachricht im Blut. Ich habe die Blut schon auf der Vase sofort bemerkt. Aber in dem Zimmer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, ihm nachzugehen. Um sicher zu gehen, habe ich das Blut abgewischt. Die Bruchstücke waren groß, deswegen bin ich mir sicher, dass ich alle gefunden habe. Ich konnte an nichts anderes denken, als sie abzuwischen, bevor sie entdeckt wurden. Und da haben wir auch schon den Widerspruch. Sie meinen, Sie waren diejenige, die diese Nachricht im Blut weggewischt hat? Zu dieser Zeit war ich noch nicht Generalstaatsanwältin. Sie glaubte nicht, dass Dark der wahre Mörder war. Deswegen versuchte sie, die echten Beweise zu entfernen. Nun gut, die Verteidigung kann jetzt mit dem Kreuzverhör beginnen. Und ganz ehrlich, ich sage jetzt schon, Kreuzhörer, Vase und Nachricht im Blut. Nein, wo in dieser Aussage ist der Widerspruch? Ganz ehrlich, wir haben es jetzt schon. War es dunkel, ich hatte keine Zeit, um zu nachzugehen. Um sicher zu gehen, habe ich das Blut abgewischt. Die Bruchstücke waren groß, deswegen bin ich mir sicher, dass ich sie alle gefunden habe. Ein richtiges Beweisstück gibt es ja allerdings. Und es ist auf der Seite hier. Welches Beweisstück von denen könnte es sein? Vase. Vase. Ja. Ich sag immer gar nichts und wende jetzt ein paar. Tschüss.